Sanfte Grüße, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben die Horde-Nacht wunderbar gut überstanden. Ich habe, wie ich beim letzten Mal sagte, ihr habt es auch gerade in meinem Dings gesehen, ich habe ein bisschen ausgeräumt, ich habe Sachen verräumt und bin bereit für irgendwelche Schandtaten. Und diese werden dann... Halt, nee, ich habe mich gerade erst eingeloggt. Moment. Zimendemo, genauso. So. Wir fangen hier erstmal an. Halt, ich wollte hier gucken. Ich habe 50 Clowns getötet. Ich krieg was dafür. 6 Euro Quest Skill Points, geil. One Spiked Hammer of Death. Okay. Auf zu Recti Macdi. Wenn es was gibt, dann bin ich sofort dabei. Wir haben 50 Clowns platt gemacht. Alter. Ich müsste mal gucken. Moment. Wie viel hatten wir jetzt hier in der letzten Nacht? 4163. Moment, kann ich das? Muss ich irgendwo notieren. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. 4163. Ich guck gerade mal, wie viel wir vorher hatten. Kleinen Moment. So, wie ich gerade gesagt habe, ich guck mal nach, weil es hat mich jetzt gerade mal interessiert, wie viel Zombies insgesamt da waren. Und es waren über 400 Zombies, haben wir platt gemacht. 404, um genau zu sein. Also 404 Zombies platt machen, das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Naja, wir leben, alles gut. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Spiked Hammer of Death. Ja, nice. Ja, nice. Was kann das Teil? Muss ich mal vergleichen. 63. Ey, ist nicht schlecht. Ey, ist nicht schlecht. Ja, den nehmen wir mal mit nach Hause. Und dann gucken wir mal, wir brauchen eine Quest noch immer. Shotgun Messiah, den nehmen wir an. Wann wir den machen, weiß ich noch nicht. Entweder fangen wir den heute an und dann bis morgen oder wir machen heute bis was anderes. Ich weiß es noch nicht, Leute. Jetzt will ich erstmal diese Quest da machen, die wir angenommen hatte. Also ich habe heute Bock, so ein bisschen was den Schilden machen. Das war gestern doch recht heftig. Komm, mach zu. Danke. Und eventuell mit euch mal gucken für die roten Kabirium oder wie die heißen. Ihr wisst, was ich meine, diese roten Kristalle. Dass wir da mal nach Süden fahren, ans Meer und da mal gucken. So, Drink Dispenser. Wir brauchen einen Drink Dispenser. Verfolgen. Wieso kann ich den nicht machen? Als die Quest. Ah, Drink Dispenser. Ja, bauen wir. Gut. Was fehlt denn als nächstes? Drink Dispenser haben wir abgehakt. KitchenAid. Okay, KitchenAid. Ja, KitchenAid. Wenn du was haben willst, kriegst du was noch? Next one. Expand in your farm, bla. Deep frying. Craft and place deep fryer. Okay, kriegen wir hin. Was? Wieso? Warum? Halt, Moment. Ah! Craft and place deep fryer viable via the Owens variant block. Öfen. Und Owens. Basten wir. Nehmen die drei schon mal auf. So. Decoration Bench. Haben wir auch noch nicht. Kriegen wir hin.
Decoration Workbench. Und was war das letzte? Da war doch noch was. A Diary, genau. Diary Churn. Gucken. Diary Churn. Fertige Hammer. So, was sollen wir damit machen? Ich glaube, alle müssen alle platziert werden. Platzieren. Kitchen App platzieren. Deep Frying, das ist der Ofen. Alles platzieren. Und Diary Place it. Alles platzieren. Nur wo? So, lass mal hier weiter gucken. So. Wir fangen an mit den Öfen, würde ich mal sagen. Und dann über hier drüber hieß es. Gas Oven, Gas Oven, Gas Oven, Pizza Oven, Deep Fryer. Der ist ja nicht groß. Kriegen wir hier das irgendwo hin gebaut? Ja, machen wir mal hier hin. Hallo? Juhu. Juhu. Dann als nächstes. Diary Churn. Okay. Diary Churn. Bam. Ich habe hier dafür gekriegt. Butter ist rundherum wertvoll. Und Raw Kobe Steak. Auch nicht schlecht. Decoration Workbench. Wie ist größer, ne? Ja, mir gedacht. Doch mal hier hin. Oder? Ja, hier. Oh, warum ist die so weit da drin? Das sieht aber nicht schön aus. Das möchte ich anders haben, bitte. Das gefällt mir nicht. Das sieht nicht schön aus. Ja, komm, ein bisschen schneller, bitte, heute. Ich habe zwar gesagt, ich will das gechillt machen, alles. Ja, komm, stell dich da hin. Das war die Decoration Bench. Okay, Dukes, Rescue Points, gut. Drink Dispenser. Und KitchenAid platzieren. Okay, KitchenAid. Gucken, wo machen wir die hin? Die hier irgendwo. Ja, stell die mal hier hin. Und dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt noch? Ja, den Drink Dispenser. Das ist auch wieder was Größeres. Haben wir da irgendwo noch Platz? Da sieht eher nicht so aus. Stell die da hin. Stell die da hin. Bam. Ja. Da haben wir dann noch was zu drin gekriegt. Wir haben 16 Quest Skill Points. Genau deswegen wollte ich was machen, das Ganze. Yay. Sehr gut. Da haben wir wieder einiges durchgekriegt. Sehr geil. So, lass mal die hier erstmal alle aufmachen. Die 16 Punkte. Wie weit sind wir denn jetzt? Quest ging 50 von 80. Ja, dann brauchen wir noch 30. Soll ich noch 30 Quests herkriegen? Lass mich verkackeiern. Owens, Killer Clowns, Ho Ho Ho's. Haben wir den schon? Das Grilling. Moment, 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 Moment. Nein. Hier. Grilling? Grilling haben wir noch nicht, ne? Ne. Okay. Diary Decoration, Deep Frying, Drink Dispenser, Food Processing haben wir. Grilling haben wir, glaube ich, nicht. Ho Ho Ho's haben wir, glaube ich, noch nicht. Und Owens? Ovens. 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 Brewing, Butcher Stable. Kill 1000 Clowns. Resurrection. Nee, noch keine Ovens. Ovens. Wo war der Ovens? Haben wir den auch noch? Bam, bam, bam. Vehicle Trader haben wir. Killer Clowns haben wir angenommen. Grilling und Ovens. Host. Und die Öfen, die sind da. Food Processor, Drink Dispenser, Deep Fryer, Decoration, Dairy Cave Find. Cave Escape, die müssen wir noch machen. Quest Arena läuft. Dann haben wir da auch nochmal. Quest 1000 Kills. Rest jetzt haben wir eigentlich soweit. Machen wir hier mal Grilling. Yep. Grills are used from the variant block. Okay.
Okay, okay, okay. Dann haben wir hier Öfen. Normale Owens Quest. Owens Variant Club. Ein Webergrill. Also brauchen wir noch zwei Öfen. Brauchen wir noch zwei Öfen. Ja. Oven. Noch zwei. Genau, danke. So. Die machen wir hier hinten. Pack die mal da runter. Das wird dann einmal den Webergrill. Wo ist er? Gas Oven, Deep Fryer. Gas Oven, Gas Oven. Hä? Hä? Grillol, ja. Webergrill. Drei Workstation Crafting Blade unlocked by not locked. Craft more food can replace the campfire. Webergrill. Kann ich den nicht? Der ist hier aber nicht, der Webergrill. Das ist doch ätzend. Ach, den muss ich herstellen. Okay. Okay. Der Webergrill muss hergestellt werden. Macht ja auch Sinn. Zack. Zacken. Den dahin. Das war der Webergrill. Was war das andere jetzt noch? Oh, Ofen. Die Öfen. Gasofen Modell 5. Gasofen 5, den kriegen wir hier drauf. Gasofen 5. Der würde das hier ersetzen. Machen wir das. Machen wir das. Ich habe keinen Platz mehr hier oben. Kriege ich den vielleicht hier drüber? Da drüber gepappt. Jo. Ich kriege ihn da drüber. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Chicken Noodle Soup. Fresh Cheeseburgers. Hier waren dann nochmal 4 Quests erledigt. Kill 20 Strippers to get the garden horn, maybe. Something else. Be careful once you start this quest. Strippers will be right on top of you. Maybe that's your thing. Okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Das machen wir am besten vor der Tür. Das machen wir nicht hier in der Base. Wenn da 20 Stripper dann auftauchen. Ich meine, ich wehre mich nicht gegen ein paar Stripperinnen, klar. Welcher Mann wehrt sich schon dagegen? Aber das machen wir, glaube ich, lieber hier. Ja, will ich. Upsi. Ja, laufen wir ein bisschen weiter weg. Sind dann doch einige gewesen. Gerade. Dann treff doch auch. So, dann haben wir dich noch. Fehlt da eine? Fehlt da eine? Nö. Muss ich wieder mit dem. Hier klopft doch hier jemand. Da ist noch eine Stripperin oder was?
Toll. Lauf doch da rein. Da ist noch eine Stripperin. Juhu. Da bestimmt. Okay. Ey! Ey! Was ist denn schon wieder los da draußen? Lad durch. Bang, bang, ab in die Kurve. Was ist denn da schon wieder los? Wo bist du denn, meine Gutste? Wo bist du? Ich höre dich doch. Wo denn? Na gut, mir egal. Du bist mir jetzt egal. Ja, scheint irgendwo jemand festzuhängen. Na egal. Lasse festhängen, stört nicht. So, zu. Zeng, ja. Einen Schlag habe ich abgekriegt oder zwei. Ist okay. That's okay. In the garden hole. Cool. Mach das. A tool that will upgrade the ground to be fertile though, and can also be used for harvesting. Ah, da kann ich wohl normalen Boden dahingegen verändern. Das wird da dann Dings anbauen können. Das klingt geil. Reparier das mal. Du kannst da rein, du kannst da rein. Du kannst da rein. Wow, eine Sense. Eine Sense haben wir geschenkt gekriegt. Ist ja auch mal was. Das ist ja auch mal interessant. Nein, machen wir so. Eine Sense ist auch mal was Schönes. Sieht denn das aus, wenn ich das Ding in der Hand habe? Ja, nice. Singer, was ist der? Ey, was es hier für Sachen gibt in der Mod, das ist geil. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Aber die, man sieht sie kaum. Man sieht sie kaum. So, dann haben wir hier ein Camel Toe. Slang for whoops, wrong Camel Toe. Hm. Die Camel Toes, ja. Die Camel Toes dieser Welt. Mach den mal da rein. So, da haben wir hier noch ein Quest. Token. Hier ist noch ein bisschen Metall übrig. Ich glaube, die Butter. Die Butter, ja, komm mal rauf. Wird da reingehen. Und die beiden gehen dann hier oben rein. Da haben wir schon ein bisschen was. Zum Fressen haben wir. Zum Essen haben wir genug. Entschuldigung. Das Ding können wir dann mal. Brauche ich nicht. Gut, geht in die Tools rein. Habe ich umsonst gebaut, egal. So. Drilling Owens, ho, ho, ho. Schön. Find your farm Crystal Power Generator. Brauchen wir den Crystal Power. Süden war doch hier irgendwo, war doch Wasser, genau. Ja, fahren wir hier runter. Ich fahre jetzt hier runter. Schneide ich da runter und genügen wir uns die Zeit im Meer, würde ich sagen. Noch so ein bisschen. Ich glaube, ich sollte mir eventuell für alle Fälle so ein Nahkampfteil mitnehmen, weil ich glaube, unter Wasser können wir nicht schießen. Falls irgendwelche Gegner auftauchen, natürlich. So, wir sehen uns dann am Strand. Wie lacht denn da? Da kriegt man ja Angst. Naja, Tag am Meer, Strand. Jetzt wohl eher nicht. Aber wir haben eine Scuba Mask. Damit können wir unter Wasser atmen. Aber schauen wir doch mal, ob wir
Okay, Schildkröte. Nice. Da ist noch Reifen. Ich habe allerdings unter Wasser noch nie so ein rotes Ding gesehen, sind wir mal ehrlich. Man ist doch mal ganz interessant. Aber da ist nichts. Da ist nichts, Leute. Da ist kein... nichts Rotes. Weiß ich natürlich nicht, bin ich hier richtig? Gibt es das überall unter Wasser? Ist was, da ist was, da ist was. Leute, da ist was. Da ist was. Geil. Leute, da ist er. So. Power Generator, wie brauchen wir davon? 10. Da willst du mich verkackeiern. Willst du mich verkackeiern? Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich savagen? Ist da noch ein... Okay. Bruder, bleib weg. Du bist mir zu groß. Bleib du da schön da drüben. Ich schwimm dann mal hier lang. Da ist noch auch noch ein Drop. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass da einer war. Alter, das war jetzt aber nicht nett. Das war jetzt aber nicht nett. Krieg ich was von dem Krokodil? Nee, natürlich nicht. Ich habe auf die Fresse gekriegt, ja, das war auch schon alles. Ganz toll. So, trink mal schnell was. Unterwegs. Mal schnell noch was. Dann ist da noch mal ein. Toll. Toll. Ja, bin ich am Verbluten so halbwegs. Gut, da ist noch mal ein. Ich habe nur 324 in der Energy. Da ist nochmal ein Kristall. Alter, das ist ja ganz schön. Die sind ja so selten, die Dinger hier unter Wasser. Die sind ja so selten hier unter Wasser, die Kristalle. Schildkröten überall. Da gibt es mehr Schildkröten und mehr Viehzeug. Das ist Kristalle. Aha, Minen gibt es da auch. Aber ich glaube, wir haben das Minenbuch. Hatten wir irgendwann mal gekriegt, glaube ich. Ich kann mich an dem wirklich hier, kann ich mich nicht dran erinnern an das Teil. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ja, komm. Nehmen sie alle mit. Dann war hier hinten war noch ein... noch ein Kristall. Da war noch ein Kristall. Den holen wir uns. Aber das sind so wenige. Das ist scheiße, ist das. Jetzt haben wir gerade mal 3. Fischtörtel interessiert mich nicht. Obwohl... hältst du aus? Was gekriegt dafür? Nein, natürlich nicht. Das Fischzeug kriege ich nichts, komischerweise.
Teil. Wir brauchen die aber, das ist ja das Schlimme. Wir brauchen die für die Cloning-Quest weiter voranzubringen. Da hinten ist noch einer, bleib mal stehen. Warte mal, mit was werfe ich weg? Die. Weil die Dinger brauche ich nicht. Wir haben so viel Seeds daheim. Wir sind im Endeffekt nicht viel damit anzufangen. Ah gut, da kann man schon auf der Entfernung. Ah, da ist wieder so ein Kroko. Da ist wieder so ein Kroko. Zack. Zack ich. Kristall. 6. Nächstes groß, nächste Krokodil. Na komm. Das war gerade uncool. Das war richtig uncool gerade, Leute. Zwei Krokos gleichzeitig, das war uncool. Das war jetzt uncool. Ja, Fischtörtel oder sowas. Wir mal in die Richtung. Geben mal Zeit, das so ein bisschen zu verarzten, dass das hochticken kann. Kristall. Ja komm, die letzten paar kriegen wir jetzt auch noch zusammen. 7. Leute, das ist so uncool. Das ist so uncool. Sollte weh. Fuck you! Mistvieh! Es sollte noch eine Unterwasserkampfwaffe geben, so eine Harpune oder sowas. Bin ich denn jetzt? Hier bin ich. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich unter Wasser richtig wehren kann, weil mit dem Schlagstöckchen hier das auch nicht gerade die Ware bracht. Das, was ist das? Was ist das? Was ist das? Kristall. Da ist wieder so, da sind wieder Crocodiles. Der Crocodile dann die angesagt. Gehen wir mal hier weiter. Boah, jetzt sind da viele Krokodile, ey. Sind da viele fucking Krokodile? Das ist doch scheiße. Was soll das denn? Komm hoch. Komm raus. Alter. Ha? Mhm. Gut, gehen wir mal Moped holen. Und fahren wir noch ein bisschen hier am Rand entlang. Um uns noch ein paar Kristalle. Wir brauchen nur viel Hammern.
2. Wir brauchen doch nur noch 2 fucking Kristalle, Leute. Das kann's doch nicht sein. Wir brauchen doch nur noch 2 fucking Kristalle. Kann doch nicht so schwer sein. Warten wir mal hier weiter. Und was sie schießen, ist nicht, ne? Nein. Unter Wasser schießen ist das richtig. Weiß ich nicht. Ist ja recht. So. Energie tickt langsam hoch. Ein bisschen verwundet, verstauchten Arm. Aber er ist wenigstens nicht gebrochen. So, jetzt bitte, bitte 2 schnelle Kristalle. Dass wir hier dann langsam mal fertig werden. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Bitte, Leute. Bitte, 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 bitte. Kann's doch nicht sein. Ja, natürlich, was sonst? Dreckskrokodil schon wieder. Schon wieder ein Dreckskroko. Die Ausdauer, die kickt auch so langsam hoch. Warum? Oh Mann. Ist auch wieder nur so ein Dreckskrokodil. Kristall. Hi. Komm, noch einen, bitte. Gönn noch einen. Ah, super. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Sind beide weg. Gut. Gut, 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 gut. Braucht doch nur noch einen Kristall, jetzt gönn doch endlich. Los jetzt, gönn. Kann er nicht so. Wir haben die 10. Wir haben sie zusammen, die 10. Nice. Komm, jetzt gehst du auf die Fresse. Jawohl. Ja, ich habe mir wieder sonst was zugezogen, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, wir haben sie. Wir haben die 10 Kristalle. Das heißt, wir können mit der Kloningkammer weitermachen. Und soweit ich weiß, können wir uns das damit dann auch richtige Leibwächter basteln, die schießen können. Das heißt, wir lassen die Zombies dann auf unserer Property rumlaufen und wir basteln uns richtige Söldner, also richtige Soldaten. So 2, 3 schweben mir vor. Uah. Unterwasser-Zombies, das auch noch. Wir basteln uns Söldner, die wir mitnehmen.
würde ich mal sagen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Boah. Zombie hinter uns her, ein Krokodil hinter uns her. Das ist doch kacke, ist das doch. Boah, das dauert ja ewig. Komm. Lass mich in Ruhe, du Wichser. Lass mich in Ruhe, du Wichser. Ich hab's doch. Ich hab's euch doch gesagt. Ihr Penners. Ich hab's euch gesagt, ihr Penners. Lasst mich in Ruhe. Seid ihr selbst dran schuld. Ihr könntet noch friedlich, könntet ihr noch euer Bad nehmen. Ihr könntet wirklich noch so friedlich euer Bad nehmen. Aber nee. Ihr wolltet ja Stress. Gut. Home sweet home. War hier was drin im Moped? Oh, die Hitbox von dem Motorrad, die ist manchmal schlimm. Wenn man nichts drin hört. Guti, mach zu. So. Da waren wir ja zum Glück relativ erfolgreich heute. Relativ. Ja, ich habe ja nicht viel gemacht, außer Cabirium gesammelt und hier ein bisschen umdekoriert. Ja, das ist ein Kuchen. Den kriegst du noch mal. So. Was war das hier bei Cloning? Crystal Power Generator, genau. Crystal Power Generator, bastel den doch mal. Was sollen wir damit machen? Human Cloning Ingredients. Animal Cloning Ingredients. Sammeln, die muss ich auch noch sammeln. Wie sind die hier? Wo gab es die nochmal? Ich glaube, hier drüber habe ich die gekriegt. Hier ist nochmal Animal DNA. Ich verstehe es zwar jetzt nicht, aber ist okay. Das ist okay. Alles gut. Okay. Poste das mal ein. Geht aber von der Größe her nicht. Oder was? So, was haben wir hier? Clone Ingredients. Steroide, Blutbeutel, Kunststoff. Steroide, Blutbeutel, Kunststoff. Steroide, Blutbeutel. Blöp, blöp, blöp. Wo ist Kunststoffabfall? Lass mich durch. Lass mich, Arzt, bin durch. No. Wild Spider Spawner, Wild Zebra, Elephant. Random Guard Spawner, was brauchen wir? Human Cloning Ingredients. Okay, Human Cloning Ingredients. Ah, brauchen wir noch die anderen Scheiße da oben. Alter. Und zwar, was ist das? Basic Cryogenic Intermediate. Hier auch noch Blutbeutel. Zack, zack. Sabadak. So. Animal Cloning Ingredients machen wir ein. Human Cloning Ingredients machen wir ein. Ah, mit Messbecher und Wildbrett machen wir Animal DNA. Gut zu wissen.
gut zu wissen. You're now ready to start making some clones. Empty Cloning Chamber sammeln. Wo kriegen wir die her? Cloning Chamber, das auch noch. Empty Cloning Chamber. Toll. Cloning. Brauchen wir 5. Wie viel haben wir jetzt? Müssten einige sein. Wir hiervon haben 18, sehr gut. Wie viel brauchen wir? Cloning 15, dann machst du mal 10 Cloning Tokens hier draus. Rezepte, Cloning 10. Danke. So. Hier geht hier rein. Dann brauchen wir eine Cloning Chamber. Und die Cloning Chamber. Oder brauchen wir wieder die... Nicht euer fucking Ernst, oder? Jetzt brauchen wir schon wieder... Nein, nee, nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr, morgen nicht direkt. Aber... Was können wir hier jetzt basteln mit dem Cloning-Scheiß? Noch nicht wirklich viel, ne? Guard Pirate, Guard Spawner, also brauchen wir die Cloning-Ingredients. Greensler. Achso, das ist Hund. Hund. Das sind Hunde und für. Wo war das? Random Guard Spawner. Da brauchen wir Human Cloning Queens. Die habe ich. Da wird aber die Cloning Chamber gebraucht. Okay. Okay. Muss ich demnächst nochmal schwimmen gehen. Das mache ich aber offline das nächste Mal. Das mache ich das nächste Mal offline. Wir legen das hier alles mal da rein. Das hier rein. So, dann einmal Medik. Einmal bitte ein bisschen Honig machen. Nehmen. Ja. Die Schrotze nach da. Das geht nach da. Wir haben Befall. Nein. Du nimmst die beiden mit. Lässt die hier dafür daheim. Machst das so für morgen. Die nehmen wir für morgen mit. Das wird repariert. Die gehen nach da. Brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen nur die mit. Nehmen die mit für morgen. Dann sind wir dann, glaube ich, gut aufgestellt. Da haben wir die unsere Schrotze. Unsere M60. Und unser Scharfschützengewehr. Doch, Scharfschützengewehr. Das, da machen wir wirklich die Dings rein. Sarit. Dann nehmen wir die High Power mit. Ach, wir haben sie ja schon an Bord, die High Power. Okay. Wir haben sie ja schon an Bord, die High Power. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Ja, dann sind wir dann für morgen gut aufgestellt. Sehr schön. Wir Punkte. Wir haben 5 Punkte über. Wir haben 5 fucking Punkte über. Ich will mal was ausprobieren. Ich hab da nämlich noch ein bisschen was. Ein bisschen was in petto. Was ganz gut sein soll, habe ich gehört. Bei dieser Mod. Ich bild mich ja immer so ein bisschen weiter, Leute, wisst ihr ja.
Steht ja schon wieder. Jetzt nicht mehr. Ich liebe dieses Scharfschützengewehr. Geht nichts drüber. Das Ganze jetzt noch als episch, also auf 6, das wäre so geil. So, ja. Ihr wisst ja, ich mache das immer so, dass ich ein bisschen mehr Informationen irgendwo herkriege. Warte mal, wir tauschen das mal. Informationen irgendwo herkriege und ich alles mitnehme. Und ich habe gehört, dieser Baton, dieser Stun-Baton, der soll richtig, richtig gut sein. Der soll richtig, richtig gut sein. Deswegen habe ich auch gerade, mach hier noch zwei, hier den Arzt so hoch ballert. Weil, wenn ihr mal guckt, Einschläferer, jeder Treffer mit einem Schockstab hat eine Chance von 10% auf sofortigen Tod. Zusätzliche Chance von 20% Feinde mit Schlagstöcken zu zerstückeln. Das waren die beiden, deswegen wollte ich sie. Und hier, da müssen wir dann auch noch reinballern. Da müssen wir als nächstes auch reinballern. Ich glaube, da wird da noch nicht aufgestellt. Nee, das war zu früh. Es war zu früh. Es war zu früh. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Das war zu früh, Leute. Wir müssen hier noch ein bisschen tiefer rein. Hier, die müssen wir auch noch voll kriegen. In den nächsten 5 da rein. Dann nehmen wir den Schubstab mit. So, jetzt sind wir durch für heute. Ich guck mal, was ich mit den ganzen... wie ich das alles ein bisschen besser aufstelle, dass wir den Ofen hier vorne hinkriegen. Warte mal, wir brauchen doch die Schmiede hier eigentlich nicht mehr. Empty the Workstation, was ist noch hier drin? Ja, da haben wir. Wir brauchen doch die Schmiede hier nicht mehr. Dann nimm doch die Schmiede weg und stell den Ofen dafür dahin. Was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon? Das ist doch, glaube ich, eine gute Idee. Wir benutzen eh die hintere Schmiede, die Advanced. Und dann kannst du ja den Ofen dafür dahinstellen jetzt. Das Lagerfeuer, das können wir aus Style-Gründen, können wir das da stehen lassen oder auch wegnehmen. Mal gucken. Wir packen auf jeden Fall den Ofen. Den machen wir jetzt mal hier hin. So, kriegen wir da auch die normalen Dinger rein. Jawohl. Da ist noch ein bisschen was. Das holen wir auch raus. Zack, zack. So. Reparieren. Nimm's mal mit. Was ist denn noch da drin? Ah, gut. So, nimm das raus. Bäm. Halt. Dafür kriegst du dann die drei Sachen hier rein. So. Dann sieht das Ganze auch recht annehmbar aus. So, der kann weg. Der kann weg. Emboss. Den Emboss haben wir hier drin. Ja, den haben wir hier drin. Der kann dann auch rein in die Tools. Ja, und die Tage können wir dann mal anfangen, das Ganze hier oben mal so ein bisschen schöner zu machen. Was habe ich jetzt in die Tools reingeschmissen? Das passt doch nicht, so Blödsinn. Wisst ihr, wie ich meine, dass wir das Ganze mal ein bisschen hübscher machen? Besser aufteilen. Ja, das machen wir irgendwann die Tage. So, ansonsten würde ich sagen, schwarzen Magen, wir sind durch für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei der nächsten Folge 7 Days to Die Age of Oblivion hier bei mir. Und verabschiede mich von euch für heute. Bleibt so schön, bleibt gesund, passt bitte auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.